Im Rahmen der Kooperation mit der PTB haben wir den Prozess der Implantation in Einzelschritte zerlegt, um die Genauigkeit der einzelnen Schritte oder Ungenauigkeit festzustellen. Man muss sich vorstellen, wir haben eine klinische Situation im Mund und diese klinische Situation muss erstmal digitalisiert werden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Variablen. Eine Variable ist der Abformlöffel. Da gibt es einen individuellen Abformlöffel und einen konfektionierten, einen sogenannten Rimlock-Löffel. Dann gibt es das Abformmaterial. Da gibt es Alginate, Polyether, Silikone als die großen Stoffgruppen. Dann gibt es die unterschiedlichen Gipse, die aufgeteilt sind in verschiedene Klassen, woraus die Modelle gefertigt werden, um dann diese Modelle in einen Auflichtscanner zu bringen und das Modell zu digitalisieren. Als Alternative haben wir die Gewinnung der digitalen Daten direkt im Mund über den Intraoralscanner, den man direkt am Patienten anwendet. Als nächstes brauchen wir natürlich die Knochensituation des Patienten. Wo befindet sich wie viel Knochen? Muss vielleicht ein Knochenaufbau im Vorfeld noch stattfinden? Das wird gemacht durch die 3D-Diagnostik über die digitale Volumentomographie als weiteren Schritt. Diese Daten werden dann gematcht. Die Modelldaten, die gewonnen wurden über den analogen Weg oder den Intraoralscan mit den digitalen Daten des Röntgenbildes. Und da geschieht dann eine Planung. Es wird geplant, wo das Implantat gesetzt wird. Diese Stellung der Implantate im Kiefer, die dadurch erzielt wird, wird übertragen über eine Bohrschablone. Eine Bohrschablone, die entsprechend die Position der Implantate festlegt, die perfekte Situation der Implantate im Knochen. Und da gibt es zwei Verfahren, ein additives Verfahren über den 3D-Druck und ein subtraktives Verfahren, in dem gefräst oder geschliffen wird. Wir haben uns gefragt, wie messen wir die Genauigkeit einer Implantation? Und da kamen wir auf die Idee, ein Modell zu nehmen, dieses Frasarco-Modell, und in dieses Modell Bohrlöcher zu setzen. Und zwar mit Hilfe schon einer Schablone, die wir subtraktiv hergestellt hatten. Wir haben Bohrlöcher in der Länge von 12 bis 14 mm gesetzt und mit einer maximalen Dicke. Und jetzt war Ziel, in diese vorgefertigten Löcher genau wieder hineinzutreffen, um entsprechend die Genauigkeit zu messen. Um sicherzustellen, dass die Bohrschablone tatsächlich funktioniert, haben wir zusammen mit unserem Projektpartner Praxis am Sande, Klinikum Braunschweig und BEGO die Implantierung von Kiefermodellen simuliert und mit CT gemessen. Diese Untersuchung wurde in mehreren Schritten durchgeführt. Zuerst haben wir Kiefermodelle mit CT gemessen. Damit könnten unsere Projektpartner die OP planen, also wo gebohrt werden muss. Im Anschluss haben wir die gebohrten Kiefermodelle wiederbekommen und mit CT erneut gemessen. Jedes Kiefermodell wird einzeln gemessen. Dazu wird es auf dem Drehtisch platziert. Dann kann die Aufnahme gestartet werden. Das Objekt wird langsam um 360 Grad gedreht. Dabei werden ca. 1000 Röntgenbilder aufgenommen. Es dauert üblicherweise bis zu einer Stunde, bis alle Röntgenbilder aufgenommen sind. Aus diesen zweidimensionalen Bildern wird anschließend mit Hilfe einer Software ein virtuelles Volumen, 3D-Volumen, rekonstruiert und die Oberflächen ermittelt. In diesem Modell können wir mit einer Auflösung von ca. 70 Mikrometer Messungen durchführen. Aus den Messergebnissen konnten wir ableiten, dass einer dauerhaften Schädigung beim Patienten durch die Verwendung von Bohrschablonen reduziert werden kann.